Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Wir waren dabei, die Monsterfalle zu machen. Natürlich habe ich wieder vergessen, dass die Aufnahme vorbei war. Deswegen habe ich mir schön ein Glas gemacht und die Lava reingesetzt. Ich schwöre, das wird das allerletzte Mal gewesen sein. Ich werde mich jetzt immer daran erinnern, dass die Aufnahme vorbei ist. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich dumm bin. So, die Monsterfalle. Wir wollten, ich glaube, das nächste, was ich mache, ist ein kleines Räumchen. So, hier so nach da. Und dazu hole ich mir erstmal alle Steine, die ich habe. Fast wäre ich da reingefallen. Und dann hätte ich euch ja zeigen können, wie die Monsterfalle funktioniert. Obwohl, dann wäre ich gestorben und da habe ich keinen Bock drauf. Aber meine ganzen Sachen wären dann eben dahin gespült worden, wo ich sie hinhaben wollte. So, ich glaube, Pflasterstein. 55 Steine reichen nicht und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt den Cleanstone benutzen. Deswegen gehe ich mal jetzt so lange weg und klopfe die Steine kaputt, bis meine Eisenspitzhacke kaputt ist. Ja, da vorne ist auch direkt eine große Quelle, da wo ich auch sehr viel... Und das Kohle! Aber an diese Kohle komme ich gerade nicht dran. Okay, anscheinend war ich hier schon mal. Aber hier klopfe ich jetzt keine Steine großartig weg, weil sonst wird das für euch zu dunkel. Und ich will ja nicht, dass es für euch zu dunkel wird. Weil dann seht ihr nichts. Wenn man nichts sieht, dann ist man leicht frustriert. Und dann hat man leicht keinen Bock mehr, mir dieses Video hier anzugucken. Deswegen mache ich jetzt auch erstmal hier so am Rand, dass das jetzt eben nicht so dunkel wird. Ja, tralali, tralala, tralala, tralala. Ist jetzt zwar nicht so ganz spannend. Ich meine, wenn man irgendwas abernten möchte, ist das ja alles nicht so spannend. Tut mir leid, dass ich gerade so meine Stimme gerade so ein bisschen komisch ist. Sie muss sich noch ein bisschen regenerieren. Ich bin gerade. Ja, okay. Sie muss sich noch ein bisschen regenerieren, denn ich bin gerade erst aufgestanden. So, und diesmal habe ich die Render Range nicht auf Tiny, sondern auf Gering. Das ist ja auch mal wieder cool. So nimmt nämlich Bunnycam auch wieder ganz okay auf. Beziehungsweise richtig auf. Ohne Lecken. Ja, ich glaube, ich kann ja schon mal so ansatzweise dieses kleine Räumchen fertig bauen. Und das mache ich mal direkt. Ich mache mal hier so ein... Warte. So. Machen wir hier so zwei da, dann zwei da. So, da muss ja auch nicht unbedingt jetzt hier einer reinfallen, dann mache ich eben so. So und so. So, und das geht dann bis hier hinten. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo ich die Tür reinmachen werde. Mache ich die hier hinten rein, mache ich die da auf der Seite rein oder hier auf der Seite. Da bin ich noch recht unentschlossen. Aber bald werde ich eine Lösung haben. So, und Steinstufen mache ich auch noch. Dann kann man das nämlich machen. Ah ja, ich habe eine gute Idee, wie ich jetzt mein Haus etwas mehr verschönern kann. Und das werde ich dann auch direkt nochmal machen. Direkt nachdem ich das hier gerade fertig gemacht habe, mal eben. Ich glaube, meine Befürchtung ist, dass diese Steine alle nicht reichen werden, um jetzt noch ein Dach darüber zu ziehen, aber das darauf kommt ja nicht an. Man muss ja nicht unbedingt ein Dach haben. Das war jetzt ein bisschen unnötig, was ich gemacht habe, glaube ich. Weil man da sonst nicht, jetzt nicht mehr durchpasst. Mache ich da einen Zweier-Durchgang oder einen Dreier-Durchgang? Also erstmal muss man erst nach draußen, ne? Deswegen mache ich erstmal so, da ist so eine kleine Treppe. So, einen mache ich noch hoch. Dazu werden die Steine wahrscheinlich sogar noch reichen. Und block. Nein, 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 ich habe das. Ich glaube, die Steine reichen nicht. Doch, die Steine reichen. Und ein Stein ist noch über. Ein Stein ist noch über. Ach ja, dann mache ich das mal eben so. Nein, so wollte ich das gar nicht.
Ja, so wäre ich das gar nicht. Ich würde eigentlich da so hinklatschen, dann kann man nämlich da so hoch und raus, aber da, das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz geplant. Das war jetzt nicht schlau von mir. Deswegen reiße ich mal eben schnell ein Stück Erde raus. Und dann baue ich mich hier hoch. So, dann komme ich raus. Und dann, glaube ich, kann man noch direkt mal eben hier das Haus etwas ein bisschen verschönern. Ich weiß nicht, ob man das dann so damit verschönert oder nicht. Vier Treppen haben wir noch. Natürlich habe ich jetzt kein Holz mehr. Das war ja irgendwie... Ja, dann gehe ich mal noch ein bisschen Holz ernten. So mega viel Holz brauchen wir jetzt nicht. Aber ein bisschen Holz sollte es schon sein, denn ich brauche ein paar Holztreppen. So, mache ich mal hier den Baum weg. Das ist auch ein kleiner, schöner Baum, den man gut abholzen kann. Und, also das ist schon Erde. Okay, die Erde lasse ich mal hier, die will ich nämlich gerade nicht haben. Sondern ich will nur das Holz von den Bäumen haben, den hole ich mir jetzt auch mal eben. Und, so, dann habe ich mal eine Frage an euch. Was macht ihr eigentlich in Minecraft am liebsten? Was baut ihr am liebsten? Was macht ihr am liebsten? Baut ihr an irgendwas rum? Geht ihr am liebsten in irgendeine Höhle rein? Als allererstes mache ich mal so und so. Oder geht ihr am liebsten in die Höhle rein oder sowas? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Obwohl sowieso keiner in die Kommentare schreibt. Deswegen ist es eigentlich ziemlich unnötig, was ich mache. So, hier ist ein kleines Plumpsklo. Sieht man ja auch, genau da hat einer hingeschissen. Nur eben ist die Scheiße nicht braun, sondern grün, aber daran ist sowas. Du gehst mir auch so langsam wieder auf den Sack. Deswegen mache ich dich jetzt wieder kaputt und mache deine Nachgeburt. So, jetzt lege ich mich schlafen. So, gucken wir auf das, oder durchs Fenster auf den Urwald. Und sehen, der Urwald sieht irgendwie ganz schön scheiße aus. Ja, draußen bellt gerade so ein kleiner Hund. Finde ich gerade etwas lustig. So, und bumm, jetzt haben wir 28. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube ja, dass das nicht reicht, aber... So, Truppenholz. Und es reicht. Kann man ja so machen, oder nicht? Weil dann machen wir es anders. Mache ich nämlich so vor den Eingang zwei normale Treppen. Kann man das so machen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, lassen wir erstmal so. Ich meine, was Besseres kann ich gerade auch nicht machen. So, das nächste, was ich machen wollte. Ich brauche noch ein bisschen Stein, deswegen gehe ich mal Stein holen. Aber ich habe natürlich keine Spitzhacke. Und genau darum mache ich mir jetzt ein bisschen Holz. Beziehungsweise Stickies. So viele Stickies sollten reichen für eine gute Spitzhacke. Irgendwie müsste ich das nochmal ändern, dass ich da oben die Workbench heißt das Ding. Oder was auch immer. Die baue ich am liebsten da jetzt oben weg. Weil ich einfach finde, das macht sich relativ unpraktisch, wenn die da oben steht. Ich hau die einfach mal stumpf dazwischen. Das geht ja auch. Deswegen, und die Dinge mache ich da mal rein. Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal so, weil was anderes mache ich. Kann ich sowieso jetzt gerade nicht machen. Bisschen Steine brauchen wir noch und eine Tür wollte ich da ja noch reinmachen. Ich glaube, die Tür baue ich hier hin. So, dann als allererstes mache ich mal diesen Erdeblock da wieder weg. Damit ich in Ruhe da diese Erde wieder reinkloppen kann.
So, die